Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich für euch was ganz Neues auf meinem Kanal und zwar Pokémon. Pokémon kam bei mir auf diesem Kanal noch nie und zwar habe ich hier eine Baltin. Hier steht drauf, die Tin Box Sammelkartenspiel enthält 3 Booster Packs des Pokémon Sammelkartenspiels und eine Pokémon Münze. Da steht's. Ja, ich dachte, ich bringe die mal. Ich habe die hier jetzt schon 1-2 Monate rumliegen oder sogar länger. Ich dachte, ich bringe sie jetzt einfach mal gucken, ob es ankommt oder nicht. Dann würde ich sagen, kommt jetzt erstmal das Intro und bis gleich. So, ja. Mal eine Pokémon-Tin. Ich weiß nicht, die ist ab 6 plus hier, steht hier. Was steckt in einem Pokéball? Natürlich Pokémon-Karten. Ja, was ich dafür bezahlt habe, weiß ich nicht mehr. Hier stand es mal. Aber ich habe es irgendwie abgemacht. Keine Ahnung. Made in China. Okay. Ja, dann öffnen wir mal das gute Teil hier. Ich weiß selbst nicht, was da drin ist. Also von Pokémon habe ich eigentlich noch nie was geöffnet. Ich würde es ja gerne mal öffnen, aber da kostet ja ein Booster 5 Euro. Also wenn ihr mal wirklich welche haben wollt, also dass ich die auspacke, dann schreibt es mal in die Kommis. Und dann werde ich mir das mal überlegen, vielleicht mal welche zu holen. Na. Ich glaube, so soll es eigentlich nicht aufgehen. Aber... So, jetzt haben wir es. So. Sie ist befreit. Ach, schon wieder alles dreckig hier. So. Ja. Die ist schon leicht die Farbe ab überall. Ja. Jetzt steht gar kein Pokémon mehr drauf. Schade. Also, dass hier Pokémon draufstehen könnte, wäre viel schöner. So, wie wird die jetzt geöffnet? Muss man die drehen, ziehen? Ah. So, mal schauen. Also noch eine Tin in meiner Sammlung hier. Hier ist die Münze. Mal schauen, wie die aussieht. Was soll denn das sein? Ist das hier ein Schwein oder was soll das sein? Die Handschuhe habe ich ausgelassen, sonst kriege ich die Booster nicht auf. Das hier stecken wir erst wieder zusammen. So, die Tin legen wir mal. So. Die Münze tun wir hier hin. Sieht man ja noch, oder? Ja. So, da haben wir hier 3 Booster. Und zwar haben wir hier Pokémon Sonne und Mond Ultra Prisma. So. Also ich kenne mich mit Pokémon eigentlich fast gar nicht aus. Dann haben wir hier Sonne und Mond. Und nochmal Sonne und Mond. Nacht in Flammen. Also hier steht noch Nacht in Flammen drauf. Und dann haben wir hier Sonne und Mond. 10 zusätzliche Spielkarten. Ja, dann öffnen wir mal die Booster. Also ich kenne mich da null aus. Ja. Vielleicht gibt es ja welche, wo hier zugucken, wo sich da besser auskennen. Wie gesagt, falls ihr mal mehr sehen wollt, Pokémon, dann schreibt es in die Kommis. Dann werde ich vielleicht mal noch welche besorgen. Ich weiß nicht, ob man den Code hier irgendwie noch benutzen kann. Ich weiß es nicht. Hier ist so ein Code dabei. Keine Ahnung, ob man den noch benutzen kann. So, da hätten wir hier... Also mit Karten, mit den Karten kenne ich mich auch nicht so aus. Da gibt es ja noch Holos und was weiß ich, was alles gibt. Hier haben wir Evoli. Eine Basiskarte steht hier oben. So. Dann haben wir Grabbox, auch eine Basis.
Wie sehen die eigentlich hinten aus? Ah, hinten sind sie so blau mit einem Ball drauf. Dann haben wir hier Garstella. Also es gibt auch, glaube ich, wertvolle Pokémon-Karten. Aber ja, Alola Dicta sieht aus. Da haben wir hier Arqua. Dann haben wir hier, oh, das, aber ich glaube, das hier ist nichts. Phase 1, Rocky Man. Ich dachte, es wäre irgendwas Gutes, weil das so irgendwie ein bisschen, ich kenne mich da echt schlecht aus. Aber ich meine, das hier ist nichts Tolles. So, da haben wir hier nochmal eine Phase 2, Tukanon. Dann haben wir hier Energie. Die sind auch gleich von hinten. Dann haben wir hier Trainer, Hyperball. Und da haben wir hier noch Pinsir. So, dann öffnen wir diesen Booster hier. Pokémon Sonne und Mond, Nacht in Flammen. Es gibt ja, glaube ich, jetzt eine neue Serie. Ich glaube, da kostet ein Display 50 Euro und das andere kostet 150 oder 70 Euro. Oh, ich kenne mich da echt null aus. Nur ich weiß, dass irgendwie eine neue Serie rauskam. Da haben wir nochmal einen Code. Ich weiß nicht, ob der noch gültig ist. So. Da haben wir Basiskarte Togedamaru. Dann haben wir Klibunkel. Ja, schön. Dann haben wir hier Grillmack. Als nächstes hätten wir hier Carbador. Dann hätten wir hier Pampuli. Oh, da haben wir hier Zwirrlicht. Aber ich glaube, die ist auch nichts Besonderes. Wenn nicht, schreibt es mal in die Kommentare, ob das hier was Besonderes sein soll. Oh, da haben wir hier Garados. Die sieht ja mal nicht schlecht aus. Ich kenne mich da echt, ich weiß es nicht. Wenn ich irgendwas hier habe, was vielleicht gut sein soll, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Haben wir hier Energiekarte wieder. Und die letzte Karte hier ist, ah ne, ist keine letzte Karte, die vorletzte. Simon. Und die letzte Karte ist hier Trainer. Fran. Ja. So. Dann haben wir den letzten Booster aus dieser Tin. Sonne und Mond Ultra Prisma. Da bin ich mal gespannt. Ultra Prisma. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also Sonne und Mond weiß ich. Das war, glaube ich, die vorletzte Serie. Aber ganz genau weiß ich nicht. So, da haben wir nochmal den Code. Aber da steht auch nichts drauf, wann der abgelaufen ist. Keine Ahnung. So, da haben wir Plinfa. Der sieht aber goldig aus. Dann haben wir hier Pionskora. Dann haben wir hier Skundkapu. Dann haben wir hier Mangunior. Ach Gott, alle. Sind noch schlimmer wie die Bundesliga-Karten mit den Namen. Dann haben wir Magmar. Oh. Hier haben wir Alola Dicta.
War irgendwie so. Ja. Dann haben wir hier Wirbel Rotom. Dann hätten wir hier wieder eine Energiekarte. Dann haben wir hier Trainer Lilly. Da hätten wir hier Magneton. Und dann haben wir hier Trainer Adressbuch. Mische 200 Stützerkarten aus deinem Ablagestapel in dein Deck. Ja, das war diese Tin hier. Also, ja. Ich habe da echt keine Ahnung mit Pokémon. Da müsste ich mich mehr damit befassen. Aber dafür mache ich zu wenig auf. Das hier ist das erste Mal, dass hier Pokémon auf meinem Kanal kam. Ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Falls es euch gefallen hat, dann gebt natürlich ein Like nach oben da. Und falls du noch kein Abonnent bist und dir mein Kanal gefällt, dann lass kostenlos ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.